Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, ihr habt es selber entschieden. Es gibt heute dieses Video über die Sagengestalten aus dem deutschsprachigen Raum. Das Abstimmungsergebnis, das war ja relativ eindeutig, aber klar ist natürlich auch, dass dieses Thema nicht jedem gefallen kann. Beim nächsten Mal ist dann vielleicht wieder mehr für diejenigen dabei, die das jetzt nicht so interessant finden. Aber wie dem auch sei, in einem Video werde ich dieses ganze Thema nicht verarbeiten können, dafür gibt es viel zu viel. Wenn man sich damit einmal befasst, da glaubt man ja kaum, worauf man da alles so stößt. Nachzehrer, Aufhocker, Wiedergänger, Zombies, alles Mögliche gibt es in den Sagen aus dem deutschsprachigen Raum. Und die sind teils wirklich echt fies. Ich würde sagen, wir schauen uns dann mal einige dieser Sagengestalten an. Und für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, es geht hier um Sagengestalten. Es geht nicht darum, dass ich oder sonst irgendjemand hier sagt, diese Gestalten laufen hier noch rum oder die hat es gegeben. Es sind halt Sagengestalten und deren Ursprung, der ist halt nicht immer bekannt. Meine Lieben, was bei diesen Geschichten über diese Sagengestalten wichtig ist, das ist die Tatsache, dass es immer mehrere Versionen davon gibt. Die Grundgeschichte, das ist immer dieselbe, aber es gibt dann so die eine oder andere Variation, wie das Ganze ausgeht oder was noch so passiert sein soll, und man muss sich ja dann in meinem Fall für eine dieser Geschichten entscheiden. Das heißt also, vielleicht kennt jemand die eine oder andere Sagengestalt, über die ich berichten werde, und kennt die Geschichte anders. Wenn dem so sein sollte, dann könnt ihr ja die Variante, die ihr kennt, mal in die Kommentare schreiben. Die erste Sagengestalt, die wir uns jetzt ansehen, die hat es gleich ganz schön in sich. Das ist die sogenannte Senentunchi. Die Berge, meine Lieben. Ihr wisst, ich bin Wanderer und am liebsten bin ich dazu in den Bergen unterwegs. Jetzt, wo ich die Sage der Senentunchi gelesen habe, da werde ich mir zukünftig, glaube ich, zweimal überlegen, ob ich noch einmal in so einer verlassenen Almhütte übernachten werde, denn wer weiß, vielleicht ist sie ja noch da. Das, was hier so langsam auftaucht, während die Schrift langsam verschwindet, das ist eine sogenannte Senentunchi. Und in der Beschreibung dessen, worum es sich dabei handelt und was man damit gemacht hat, da muss ich etwas vorsichtiger formulieren, damit dieses Video nicht gleich ins YouTube-Nirvana geschossen wird. In den Sommermonaten, da waren eben auf der Alm viele Senner unterwegs oder diese Ziegenhirten oder was auch immer, die dort oben auf das Vieh aufgepasst haben. Und das waren meist eben Männer. Und naja, die waren eben sehr lange alleine dort oben und wo sie so alleine waren, sind sie wahrscheinlich auf die merkwürdigsten Ideen gekommen. Zum Beispiel sich eine Frau zu basteln, eine Frau aus Stroh und alten Lappen. Die sahen dann ungefähr so aus, wie ihr das hier auf dem Bild seht. Das ist so eine historische Senentunchi. Hier blende ich nochmal ein paar weitere ein, die man in alten verlassenen Almhütten gefunden hat. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass die sich da wirklich gut aussehende Frauen gebaut haben, aber die Dinger erfüllten anscheinend ihren Zweck. Und was war der Zweck? Aus Gründen der Einsamkeit, anders kann man sich das nicht erklären, da saß diese Senentunchi abends mit am Tisch und sie wurde gefüttert und ihr wurde der Kopf gestreichelt und es wurde sich mit ihr unterhalten und dann wurde sie mit ins Bett genommen. Und dann hat man sich dann mit ihr amüsiert. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich mir vorstelle, dass die aus Stroh und Lappen war, das muss ganz schön gepiekst haben. Aber gut, dafür war sie nun einmal da. Eine nicht wirklich lebende Begleiterin am Abend. Aber dieses nicht lebend, das änderte sich irgendwann einmal. Nämlich dann, wenn die Sommerzeit vorüber war und die Senner und Viehhüter zurück runter in die Dörfer wollten, da erwachten einige dieser Senentunchis zum Leben und sie forderten ihren Tribut für all das, was mit ihnen geschehen war. Sie ließen einige der Männer dann nicht gehen und sie rächten sich ganz fürchterlich an ihnen, indem sie sie häuteten, und zwar lebend. Und diese dann zum Leben erwachten Senentunchis, die sollen seitdem durch diese Berge streifen und man soll ab und an nachts ihre Schreie hören.
Denn dann sind sie auf der Suche nach denen, die mit ihnen all diese schlimmen Dinge angestellt haben und an denen sie sich noch nicht rächen konnten. Und wenn man dort als Mann des Nachts dann von einer dieser Zen-Tunchis erwischt wird, dann muss man stellvertretend für diese Herren dran glauben. Und darum werde ich nachts nicht mehr in den verlassenen Almhütten übernachten. Aber woher kommt diese Sage? Diese Sage, die ist sehr verbreitet, eigentlich in allen Bergregionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie gesagt, es gibt starke Varianten dieser Geschichte, aber die Grundstory, die ich jetzt so erzählt habe, das ist eigentlich die gleiche. Es gibt nun verschiedene Ansichten darüber, wie diese Geschichte entstanden sein könnte. Zum einen geht man davon aus, dass man sich so mehr oder minder erklären wollte, warum der ein oder andere Senner eben niemals mehr von so einer Alm zurückkehrte und einfach komplett verschwunden war. Denen ist vielleicht irgendwo irgendetwas passiert und man konnte sie eben nicht wiederfinden. Das Einzige, was man fand, das war dann diese Sennentunchi. Andere Erklärungen, die gehen davon aus, dass diese Sennentunchi einfach nur ein Symbol dafür ist, dass man dort oben auf der Alm keine sündigen Dinge tun soll. Aber wie dem auch sei, eine Sage aus der neueren Zeit, die sich an diese alte Sage anschließt, das ist eben die, dass diese Sennentunchis dort oben im Gebirge leben sollen und wehe, man kommt ihnen zu nahe. Es gibt übrigens aus dem Jahre 2010 einen Horrorfilm mit demselben Titel, also Sennentunchi. Und so wie ich das jetzt bei der Recherche so lesen konnte, selber angesehen habe ich mir den Film noch nicht, soll es da ganz schön splatterig zur Sache gehen. Also, liebe männliche Mythengemeindenmitglieder, zukünftig ein bisschen Obacht geben, wenn man nachts im Gebirge unterwegs ist. Der Kielkropf. Eine Gestalt, die wohl niemand gerne zu Hause hätte. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Wechselbalg, aber einen in Kinderform. Es konnte im Mittelalter schwangeren Frauen passieren, dass ihre Kinder ausgetauscht wurden. Und das eben noch im Mutterleib. Und was sie dann zur Welt brachten, das war ein sogenannter Kielkropf. Ein Kind, gezeugt von den Gestalten der Finsternis und der Hölle. Sein Kopf war übergroß und die Augen, die befanden sich seitlich am Schädel und seine Beine waren kurz und verkümmert. Der Kielkropf entwickelte sich nicht wie andere Kinder. Er saß meistens alleine in irgendeiner Ecke und starrte vor sich hin. Sprechen oder laufen lernte er nie. Jedenfalls nicht, wenn andere in der Nähe waren. War der Kielkopf allerdings alleine, da kletterte er die Wände hoch und bewegte sich an der Decke des Raums. Wurde er dabei überrascht, da drehte er sich nicht herum, sondern er drehte seinen Kopf um 180 Grad und starrte die Menschen an. Dann ließ er sich fallen und landete wie eine Katze auf allen Vieren auf dem Boden. Ein Kielkropf war aggressiv, wütend und schwer zu bändigen. Und so wurde er von den Menschen an Ketten geführt. Es gab aber auch die Möglichkeit, sein eigenes Kind von den Gestalten der Hölle und der Finsternis im Austausch gegen den Kielkropf zurückzuerhalten. Dazu war allerdings eine größere Prozedur notwendig. Und dazu gehört es unter anderem, mit einem Stock so lange auf den Kielkropf einzudreschen, bis er nur noch verzweifelte Schmerzensschreie von sich gab. Die wirkliche Mutter des Kielkropfs, die konnte diese Schreie nicht ertragen und sie stieg aus der Hölle empor, um das Kind gegen das richtige Kind der Mutter einzutauschen, die den Kielkropf ausgetragen hatte. War die Mutter des Kielkopfs aber kalt und herzlos, da verstarb er bei dieser Prozedur, weil sie ihn nicht rettete. Das, was hier so abenteuerlich beschrieben wird, das könnte, laut einiger Historiker, einen unschönen Grund haben. Nach der Beschreibung des Aussehens und des Verhaltens dieses Kielkopfs, da gehen Wissenschaftler davon aus, dass es sich dabei um Kinder mit einem sogenannten Wasserkopf gehandelt hat. Und zwar um die schweren Fälle, die dann eben auch Verkümmerung der Extremitäten zur Folge haben. Man geht davon aus, dass diese ganze Geschichte über die Ausgeburten der Hölle, die das Kind ausgetauscht haben und so weiter, erfunden wurde, damit man diese Kinder auf diese Art und Weise mit dem Stock dann loswerden konnte. Und zwar ohne dafür bestraft zu werden und ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Denn eine vermeintliche, wirkliche Mutter dieses Kehlkopfs, die ist natürlich niemals aufgetaucht, weil es sie natürlich nicht gab, und so konnte man sich dann auf diese Art und Weise des Kindes entledigen. Die Winselmutter. Liebe Mythengemeinde, wenn ihr diese Dame hört oder seht, dann solltet ihr kein längeres Buch mehr anfangen oder eine Unternehmung planen, weil ihr dazu nicht mehr kommen werdet. Es handelt sich bei dieser Sagengestalt um eine totenbleiche Frau, die oft weiß gekleidet ist und die langes weißes Haar hat. Gelegentlich soll ihre Gestalt dann in geisterhaft gleißendes Licht gehüllt sein. Aber das, was diese Erscheinung wirklich unheimlich macht, das ist ihr bitterliches Weinen und Wehklagen. Oft sitzt sie dort, wo gerade jemand verstorben ist, und weint. Und weil sie permanent weint und sich die Augen reibt, da sind diese glutrot. Man findet sie auch in verlassenen Stollen oder in Ruinen. Das alles ist ja noch nicht sonderlich schlimm, aber schlimm wird es, wenn ihr dieses Weinen und Wehklagen vor dem Fenster eures Schlafzimmers hört. Denn dort unter dem Fenster, da sitzt die Winselmutter nur dann und weint, wenn jemand in dem Haus sterben wird. Und das Problem an der Sache ist, dass nur diejenigen sie hören können, die es erwischen wird. Wenn ihr also im Bett liegt und ihr hört jemand vor eurem Schlafzimmerfenster winseln und wehklagen und ihr fragt euren Partner oder eure Partnerin, wer denn da so weint, und die Antwort ist, ich höre nichts, dann wisst ihr Bescheid. Auffällig bei der Winselmutter ist die Tatsache, dass es sich dabei um eine 1:1 Umsetzung der irischen Geschichte der Banshee zu handeln scheint. Die habe ich ja hier schon einmal vorgestellt, und diese Geschichten sind absolut gleich. Der kopflose Reiter. Ja, den meint man zu kennen, schließlich haben wir alle Sleepy Hollow gesehen. Dabei handelt es sich bei der Sage um den kopflosen Reiter überhaupt gar nicht um eine Geschichte aus den USA. Für den Film Sleepy Hollow wurde nämlich eine Sage aus Deutschland übernommen, und zwar die des kopflosen Reiters, und die stammt, man höre und staune, aus dem Rheinland. Und die unterscheidet sich auch von dem, was man in dem Film so zu sehen bekommt, deutlich. In der Originalsage ist es nämlich so, dass dieser kopflose Reiter nicht darauf aus ist, andere Köpfe zu sammeln oder dass er seinen eigenen verzweifelt sucht. In der Originalsage ist es so, dass er ein Wiedergänger ist, also ein auferstandener Verstorbener, und der reitet so kopflos umher, weil er eine göttliche Strafe erhalten hat, und zwar dafür, dass er in seinem Leben sehr viele Sünden begangen hat. Aber auch in der Originalgeschichte ist es so, dass eine Begegnung mit diesem kopflosen Reiter dann doch eher ungesund verläuft. Aber dafür braucht er weder Axt noch Schwert. Er muss einen lediglich berühren, damit man das Zeitliche segnet. In einigen Auslegungen der Sage ist es aber auch so, dass er genauso leicht dann zu bekämpfen ist. Dabei reicht es dann, wenn man ihm einen freundlichen Gruß entgegnet, in dem das Wort Jesus oder Gott enthalten ist, und dann verwandelt er sich. Er wird dann von einem komplett in schwarz gehüllten kopflosen Reiter zu einem, ja, erlösten Seele, die in weißes Tuch gehüllt ist, und dann reicht er einem die Hand, um sich zu bedanken. Die sollte man dann allerdings nicht ergreifen, weil man dann trotzdem stirbt. Stattdessen sollte man ihm dann einen kleinen Ast oder so etwas hinhalten, so als Ersatz für seine eigene Hand, und dann hat man ihn erlöst und das Ganze überlebt. Es ist aber auch so, dass es eben nicht nur diesen einen Reiter gab, sondern die konnten in ganzen Rudeln auftreten. Und die Pferde, die hatten zumeist dann auch keinen Kopf. Und alles andere, was man über diese Gestalt, den kopflosen Reiter, so zu kennen meint, das stammt eben dann doch mehr aus Hollywood. Der Riese Erkinger. Diese Sage, die gehört zu zahlreichen Riesensagen aus Deutschland. Alleine mit Sagen über Riesen aus dem deutschsprachigen Raum, da könnte man ein Video mit mehreren Stunden Laufzeit machen. In den folgenden Teilen über die Sagengestalten aus dem deutschsprachigen Raum, da werden auch noch so ein paar Riesen dabei sein. Dieses Mal geht es um den Riesen Erkinger. Der Ort, den ihr hier auf dem Bild sehen könnt, das ist Bad Liebenzell im nördlichen Schwarzwald. Von hier
stammt die Sage dieses Riesen, und der war wirklich ein unfreundlicher Geselle. Der Beschreibung nach war er so um die 4 Meter hoch. Er soll in einem Turm in der Nähe des Ortes gelebt haben, das wäre soweit kein Problem. Das Problem waren seine merkwürdigen Essgewohnheiten, denn er ernährte sich mit Vorliebe von Bräuten, also Frauen, die an einem Tag geheiratet haben, und die hat er dann aus dem Ort entführt und in seinen Turm geschleppt, und dort hat er sie dann verspeist, und die Knochen hat er aus dem Fenster geworfen. Und es sollen so viele gewesen sein, dass sich da vor dem Turm ein regelrechter Berg gebildet hat, und den soll es dort heute noch geben, der sogenannte Beinberg. Irgendwann soll das Ganze den Menschen in Bad Liebenzell dann gereicht haben, und so haben sie erbost die Eingänge des Turms mit dicken Steinen zugemauert. Das Ganze war so stabil, dass der Riese sich daraus nicht befreien konnte, und aus lauter Gram und Verzweiflung, da stürzte er sich von diesem Turm in den Tod. Seine Bekleidung, Hose, Schuhe und die Hosenträger, die konnte man angeblich eine lange Zeit in der sogenannten Riesenkapelle in einem Kloster in der Nähe begutachten, bis sie dann irgendwann einmal auf wundersame Weise verschwanden und keiner mehr weiß, wo sie geblieben sind. Das Problem bei dieser Sage, bezüglich man konnte sich die Sachen dort noch ansehen in dem Kloster, ist, dass es keine Zeitangabe gibt. Man konnte sich die Sachen noch ansehen, könnte genauso gut bedeuten im Mittelalter oder in der Neuzeit, man weiß es eben nicht. Es gibt eine Spur in ein Kloster, das dort im Jahre 1080 gegründet wurde, und das hatte überhaupt erst nach sich gezogen, dass später um dieses Kloster herum dieser Ort Bad Liebenzell entstand. Ob mit diesem Kloster dann auch jenes Kloster mit der Riesenkapelle gemeint war, das ist eben dann auch eher fraglich. Mit diesem Thema Sagengestalten aus dem deutschsprachigen Raum, da könnte ich, glaube ich, noch 10 weitere Videos machen und wäre immer noch nicht fertig damit. Ich werde auf jeden Fall noch 1 oder 2 Folgen machen, die aber erst dann im nächsten Jahr, und sollte das Ganze bei euch auf Interesse stoßen, dann werde ich diese Serie entsprechend fortführen. Man darf ja nicht vergessen, wir haben ja noch Österreich und die Schweiz dabei, und da wimmelt es vor Sagengestalten genauso wie bei uns. Also das Ganze könnte eine Endlos-Serie werden, in der Theorie. Aber wir schauen erst einmal, wie das Ganze so bei euch ankommt. Wenn euch dieses Video hier als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich, und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.